Zitieren tue ich die Meinung anderer nicht, weil ich selber keine eigene Meinung habe. Ich zitiere Meinungen anderer, um keinen Monolog in den von mir genutzten sozialen Medien zu etablieren. Ich zitiere die Meinung anderer, auch wenn diese nicht mit meiner Ansicht übereinstimmt. Ich möchte damit meinen Zuschauern die Meinungs- und Informationsvielfalt in Russland näherbringen und sie zu ergänzenden Kommentaren anregen. Anton Amler begleitet meine Veröffentlichungen sowohl auf meinem Informationsportal wie auch direkt auf YouTube. Unter dem Beitrag USA schützen Kiew bis zum letzten ukrainischen Soldaten vom 13. Dezember hinterließ er folgenden Kommentar. Zitat: Es wäre hilfreich, mal daran zu denken, wie Polen mit den Deutschen in den nach dem Ersten Weltkrieg abgetrennten Gebieten umgingen und wie großkotzig sie sich auf Frankreich und Großbritannien im Kriegsfall glaubten, verlassen zu können und was danach passierte. Siehe auch Ukraine, Donbass, Muttersprache und so weiter. Über diese Brücke würde ich nicht gehen. Stützpunkte binden heute lediglich ausreichend vorhandene Beschusskapazität. Vom Wirkungsort sind sie meist weit entfernt. Bedrohlich ist nur Nähe. Und die zu verhindern, beschreibt die gegenwärtigen Aktivitäten. Ein Massensterben von GIs weit ab vom Mutterland kann keine amerikanische Regierung der Bevölkerung schmackhaft machen. Nicht nach noch vergleichsweise harmlosen Vietnam und Afghanistan. Krieg mit Russland ist nicht wie mit Serbien, Irak oder Libyen. Da geht es an die Existenz. Deutsche sind aktuell angehalten, den Begriff Volk negativ zu besetzen. Russen würden die Heimat verteidigen, Amerikaner Interessen, aber nicht die des Volkes.